für die Blumen. Ja, Blumen sind schön, aber sie machen in Krisenzeiten nicht satt. Diesen Nachteil haben nun einige erkannt und satteln um. Frei nach dem Motto, Geranien raus, Gemüse rein. Gute Idee, findet auch Anja Klein. Die Kölner Hobbygärtnerin schreibt seit 10 Jahren auf ihrem Blog Der kleine Horrorgarten. Durch Corona ist der Garten so ein ganz besonderer Rückzugsort geworden. Jeder, der einen hat, kann sich wirklich glücklich schätzen. Ich merke das auch hier in der Anlage, dass viel mehr Leute halt viel mehr Zeit hier verbringen. Und das ist auch einfach so ein Ort, wo man das Ganze vergessen kann. Doch was machen Menschen, die keinen Garten haben, aber trotzdem etwas anbauen wollen? Miriam und Karen wohnen seit 1 Jahr zusammen und wollen sich gerne ein Stück weit selbst versorgen können. Doch der Platz dazu ist begrenzt, knapp 6 Quadratmeter. Ein typischer Stadtbalkon eben. Der soll jetzt schön werden. So die Idee. Mit schicken Möbeln, einem Teppich und selbst angebautem Obst und Gemüse. Vielleicht war die Krise der Katalysator, aber die Idee war vorher schon da. Also wir haben immer damit so mit dem Gedanken gespielt, oh, wir könnten doch... Eigentlich schon letztes Jahr, als wir hier eingezogen sind. Genau, wir haben es nur nie geschafft und dann haben wir gedacht, oh, wir könnten doch Balkonkästen oder irgendwas machen. Und jetzt machen wir es halt. Unter dem Hashtag Urban Gardening, Gärtnern in der Stadt, finden Sie massig Tipps im Netz. Tutorials zeigen, wie auch Laien ohne Vorkenntnisse auf dem Balkon platzsparend Grünzeug anbauen können. Zusätzlich hilft die Bloggerin Anja Klein der WG mit Tipps aus der Ferne, die wir weiterleiten. Denn auf dem kleinen Balkon wäre es nicht möglich, die Abstandsregeln einzuhalten. Und während Anja umgräbt, haben sich die Freundinnen eingedeckt. Erde, Pflanzen, Töpfe, Werkzeug. Gekauft in einem großen Baumarkt mit Gartencenter. Budget 200 Euro. 4 ganz unterschiedliche Projekte haben sie sich vorgenommen. Ich glaube, wir kriegen das hin. Wir sind gut vorbereitet. Optimistisch. Wir pflanzen jetzt Kartoffeln in Säcke, weil Kartoffeln kann man wunderbar auch in Säcken anbauen, auf dem Balkon und überall. Und hier wird schon gearbeitet. Die beiden haben in den 5-Euro-Jutesack eine dünne Plastiktüte gepackt. Aber da war doch noch was. Jetzt haben wir vergessen, die Löcher in die Plastiktüte zu machen. Wir sind so blöd, ne? Kommt noch mal raus. Beim Plastiksack sind die Löcher besonders wichtig. Wasser muss abfließen können, sonst verrottet alles. Jetzt noch schnell den Sack halb voll Erde und 3 keimende Kartoffeln rein. In 3 Monaten kommen da kiloweise Knollen raus. Wie das funktioniert, erklärt die Expertin. Sobald hier oben jetzt die ersten Triebe rausgucken, und das wird bei diesem Wetter ziemlich bald sein, kommt da wieder eine Schicht Erde drauf. Und das macht man so, ja, so 2-3 Mal. Also dass man immer einfach nochmal so eine Schicht Erde drauf macht, dass die Triebe wieder verschwinden. Und wenn sie wieder rausgucken, nochmal Erde drauf. Und dabei kann man halt den Sack dann auch so ein bisschen hochziehen. Easy soweit, aber... Man kann natürlich vergessen, die zu gießen. Das sollte man nicht. Kartoffeln brauchen Wasser. Also sie wollen nicht ertrinken, aber das muss schon immer feucht sein. Also nicht vertrocknen lassen. Machen wir. Und dann ab mit dem Sack in die pralle Sonne. Sonst wird das nix mit der Selbstversorgung. Ich stehe hier in einer Europalette, die wir jetzt gleich mit Kräutern und essbaren Blüten bepflanzen wollen, um so ein bisschen vertikal gärtnern zu können. Und los geht's. Die Dekopalette aus dem Baumarkt hat rund 25 Euro gekostet. Zuerst muss eine wasserdurchlässige Folie in die Aussparungen der Palette getackert werden. Tacker doch mal. Mhm. Dann machen wir das. So. Mhm. Mit Druck. Ja, das war jetzt nicht so schön. Danach einfach die fertig gekauften Kräuter und, damit es schön wird, auch ein paar essbare Blumen mit genug Erde in die fertigen Taschen pflanzen. Oh mein Gott, ich habe so viel Spaß dabei. Echt? Ja. Das ist gut. Oregano, Minze und Salbei haben sich Karen und Miriam ausgesucht. Die brauchen allerdings viel Sonne. Wer nicht so viel Sonne hat, kann Petersilie und Schnittlauch verwenden. Ein gutes Stündchen und die Dekopalette ist fertig. Sieht super süß aus. Ich bin voll begeistert. Sehr hübsch geworden. Ja, es ist super einfach. Also wenn wir das können, kann das wirklich jeder. Und für alle, die es noch einfacher mögen, man könnte Folie und Tacker auch weglassen. Wir haben nämlich diese schicken vorgefertigten Pflanzschalen, die genau in diese wunderbare Palette reinpassen. Wir bepflanzen jetzt verschiedene Gefäße
mit Erdbeeren. Und zwar haben wir Klettererdbeeren gekauft, aber was klettert, kann auch hängen. Das heißt, die können hier so schön runterranken. Und dann hängen wir die irgendwo so nacheinander schön an der Wand auf. Was wichtig ist bei so einem Gefäß ist, es muss Löcher haben. Unsere Zinkeimerchen haben keine, deswegen müssen wir da erst welche reinmachen mit einem Hammer und einem Nagel. Es sei denn, man ist Profi. Dann nimmt man den Bohrer. Das funktioniert nicht. Doch. Danach füllen Mirjam und Karin ein paar Tonscherben als Drainage in die Eimer, damit die Erde später die Löcher nicht verstopft und das Wasser besser ablaufen kann. Gekostet haben die Eimer zusammen 15 Euro. Haha, das funktioniert doch. Wie putzig. Drei Ampeln, befestigt mit Karabinern an selbstgeflochtenen Makramee-Schlaufen. Das ist so leicht schief, ne? Mhm. Ja gut, hat Charme. Macht nix, schief ist modern. Hier wachsen jetzt halt Erdbeeren mit Charme. Wir schaffen jetzt so eine Art Sichtschutz mit Bohnen, indem wir Bohnen in so einen Zinkeimer pflanzen und Bohnenstangen reinstecken und die dann daran hochranken lassen. Wir nehmen dafür eine Prunkbohne, die hat wunderschöne rote Blüten und die wächst dann so hoch und rankt dann wieder so runter. Also man hat dann so eine Art Sichtschutz und man hat auch noch was zum Essen am Ende. Die WG hat mittlerweile schon Übung. Drainage und Erde rein. Dann 4 bis 5 Bambusstangen zu einer Rankhilfe aufbauen. Dann würde ich das hier so Tipi-mäßig irgendwie zusammenbinden. Da gibt es bestimmt irgendeine Technik, die wir nicht kennen. Bambusstangen ist jetzt so das klassische Material, was man dafür verwendet. Man könnte aber auch Metallstäbe nehmen. Es gibt inzwischen auch so Bohnenstäbe mit Kunststoff. Die haben ein bisschen den Vorteil, wenn man die immer und immer wieder verwendet, die kann man leichter reinigen. Aber Bambusstangen, die sind optisch einfach so ein bisschen schöner als jetzt so eine Kunststoffstange. Und der Balkon soll ja schön werden. Wird er noch die Bohnen nah an die Stange setzen? Fertig sind die 4 Projekte. Mirjam und Karen freuen sich jetzt schon auf die erste Balkonparty. Hoffentlich dann, wenn alle unseren weiteren Sachen angekommen sind, wenn der Teppich da ist, wenn der Sichtschutz da ist. Polster genäht sind. Und dann gibt es hoffentlich Erdbeerbowle. Ja. Erdbeerbowle und Bohnensalat mit Kartoffeln und Kräutern. In wenigen Stunden gesät. Und schon in ein paar Monaten gibt's ein paar komplette Mahlzeiten vom eigenen Balkon. Bis dahin müssen die beiden leider noch in den Supermarkt. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos von uns sehen möchtet, schaut doch mal hier. Und zur ganzen Sendung geht es da.